Ja, es freut mich, hier zu sein. Ich bin gebeten worden, den Vortrag auf Englisch zu halten, aber wer Probleme mit dem Verständnis hat, kann mich immer so, please post questions in English if you don't understand anything. I will try to answer them in English, but the talk will be in German. Die Frage ist tatsächlich, Trump hat versprochen, bis 2023, 2024 auf dem Mond zu sein. Und ich werde Ihnen erläutern, warum er das nicht halten kann, auch wenn er es großspurig versprochen hat. Die Frage ist natürlich, dieser Fußabdruck, ich meine, wir sehen den Mond jeden Abend da oben, zumindest wenn das Wetter es zulässt, das kann ja wohl nicht so schwierig sein, dahin zu fliegen und seinen Fußabdruck in den Mond zu hinterlassen. Aber schon Neil Armstrong hat ja gesagt, that's a one small step for a man, but a giant leap for mankind. Aber warum ist das jetzt wirklich so ein großer Sprung, überhaupt zum Mond zu kommen? Und die einfachste Antwort ist Energie. Hier ist tatsächlich einfach mal das Diagramm gezeigt, was an Energie nötig ist, um von der Erde zum Mond zu kommen. Das ist das, was die Physiker den Potentialtopf nennen. Das heißt, das ist einfach die Gravitation, die uns hier auf der Erde hält und die wir überwinden müssen, um zum Mond zu kommen. Und letztlich die Entfernung, gut, das sind 370.000 Kilometer, das ist auch nicht so wenig, aber das ist im Prinzip, wenn man Zeit hat, kommt man dahin. Das Wichtige ist tatsächlich diese Energie. Gut, Megajoule pro Kilogramm, da kann sich nur der Physiker was drunter vorstellen. Um das in handliche Einheiten zu übersetzen, sollte man sich überlegen, wie können wir denn diese Energie überhaupt aufbringen? Und die einzige Möglichkeit, diese Energie aufzubringen, ist, sie zu übersetzen in kinetische Energie, nämlich in Geschwindigkeit. Das ist hier mal gemacht, das ist das gleiche Diagramm, aber jetzt in Geschwindigkeiten gezeigt. Und da sieht man, man braucht im Prinzip nur genügend Geschwindigkeit und diese Geschwindigkeit da beträgt ziemlich genau 40.000 Stundenkilometer. Das heißt, sobald Sie 40.000 Stundenkilometer auf schnell wären, schaffen Sie es zum Mond. So leicht kann man das sehen. Gut, 40.000 ist eine etwas unhandliche Zahl, deswegen rechnen wir üblicherweise in der Astronomie in Kilometer pro Sekunde dann, das heißt, das sind 11,1 Kilometer pro Sekunde. Um eine Idee von dieser Zahl zu bekommen, eine Gewehrkugel hat eine Geschwindigkeit von 0,7-0,9 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wir sind mehr als 10-mal schneller als eine Gewehrkugel. Gut, was heißt, ein Gewehr reicht nicht, um uns zum Mond zu schießen. Wir brauchen also ein bisschen was Größeres als ein Gewehr, also ein ziemlich großes Gewehr. Und das hat sich das erste Mal auch Jules Verne gedacht bei seinem Roman Von der Erde zum Mond. Er hat einfach gesagt, ja, dann müssen wir halt ein ziemlich großes Gewehr, in dem Fall eine große Kanone nehmen. Sieht man hier, der hat die designed in seinem Roman, die Zahlen kann man gut nachlesen, sind 270 Meter lange Kanone hat er dort erfunden, da drin das Geschoss dann eingebaut mit der Kapsel für den Raumfahrer da und mit der Kanone dann zum Mond. Das ist eine folgerichtige Idee, wir müssen einfach schneller sein als ein Gewehr, also müssen wir das Gewehr lang genug machen. Das kann man natürlich jetzt schön nachrechnen. Wir haben, was wir kennen, sind die 270 Meter der Kanone. Wir kennen die Geschwindigkeit, die wir brauchen, die 11,1 Kilometer pro Sekunde. Und dann können wir ausrechnen, welcher Beschleunigung unterliegen, denn dann unterliegt der Raumfahrer aus dem Roman. Und der Raum, die Beschleunigung sind dann ziemlich genau 23.000 G. Das heißt, der Effekt des Experimentes würde so aussehen, das kann natürlich kein Mensch aushalten, 23.000-fache Erdbeschleunigung, da bleibt nicht viel übrig. Entsprechend müssen wir die Beschleunigung natürlich reduzieren,
Das heißt, wenn man die Rechnung jetzt umdreht, sagt, gut, wir können etwa mit unserem Körper 20-fache Erdbeschleunigung aushalten, dann kommen wir auf eine Kanonenrohrlänge von 300 Kilometern. Gut, eine 300 Kilometer Kanone zu bauen ist nicht so einfach. Das heißt, das kann offensichtlich nicht die Lösung sein. Die Lösung ist, dass man sagt, ja, ich muss ja nicht wirklich die ganze Zeit in dem Kanonenrohr drin sein. Mich interessiert ja immer nur mein lokales Kanonenrohr. Das heißt, wenn ich ein Geschoss an dem Kanonenrohr langführe, dann brauche ich immer nur eine lokale Begrenzung der Explosivgase, dass die sich nicht zu weit verteilen, und bekomme die gleiche Beschleunigung. Das heißt, ich muss im Prinzip meine Kanone einfach mitführen. Und das ist die Idee einer Düse, nichts anderes. Das heißt, das ist die theoretische Lösung im Vakuum, wie muss ich meine Explosion gestalten, dass ich wie in einem Kanonenrohr die ganze Zeit beschleunigt wäre. Das heißt, wenn ich 300 Kilometer lang dieses Kanonenrohr bewege, dann schaffe ich es auf die Art und Weise, meine 11,1 Kilometer pro Sekunde schnell zu werden. Gut. Trotzdem muss ich natürlich die ganze Zeit hier eine Explosion haben, und das Ganze praktisch zu machen. Das Beste, was wir heute können, ist tatsächlich, hier ist das Vulcan 2 Triebwerk der Ariane gezeigt. Da können wir tatsächlich eine Geschwindigkeit der Gase erreichen von 4 Kilometern pro Sekunde. Um eine Idee zu bekommen, wie viel das ist, wenn wir hier im Labor oder irgendwo eine Knallgasexplosion machen, dann hat die nur eine Geschwindigkeit von 2 Kilometern pro Sekunde. Gut, TNT explodiert ein bisschen schneller, da sind wir etwa bei 7 Kilometer pro Sekunde. Aber das heißt, was wir haben in unserer Düse ist, wir haben fortwährend eine Explosion, die deutlich kräftiger ist als eine Knallgasexplosion, und müssen die natürlich nicht nur mal eben eine Explosion machen, sondern wir haben die eingebettet in ein kompliziertes System von Technik, von Tanks, und müssen die ganze Zeit füttern. Das heißt, es ist nicht nur so, es knallt einmal, sondern wir müssen die ganze Zeit dort wieder Treibstoff reinpumpen, um die Explosion weiterzuhalten. Das ist hier das gesamte Fördersystem der Ariane gezeigt oder ein Teil davon. Das heißt, wir haben eine Explosion in einer Umgebung hochkomplizierter Technik. Und das muss man überhaupt erstmal bauen. Die nächste Frage ist, wie viel von diesem Treibstoff brauchen wir überhaupt? Und beantwortet hat die Frage das erste Mal Konstantin Tsiolkovsky mit seiner Raketengleichung oder Tsiolkovsky-Gleichung, die sagt, wie viel Treibstoff brauche ich denn überhaupt, um eine bestimmte Sonde auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu bringen? Und da können wir Zahlen einsetzen, wie wir brauchen für, sagen wir, das Apollo 11 Landemodul, da sind wir bei 30 Tonnen, die wir auf die Geschwindigkeit bringen müssen. Und selbst ohne irgendwelche andere Masse bräuchte man mindestens 400 Tonnen Treibstoff dran, weil man hier so eine Exponentialfunktion hat. Das heißt, dies wächst sehr schnell, die Masse, mit der Geschwindigkeit. Das heißt, um auf die 11 Kilometer pro Sekunde zu kommen, brauche ich viel. Gut, es reichen leider nicht 400 Tonnen Treibstoff, sondern man muss die Tonnen auch, den Treibstoff auch noch in irgendwas drin haben. Man muss ein Behältnis haben, man muss eine Düse haben. Das heißt, praktisch reden wir hier von Stufen der Saturn V, das heißt, die uns letztlich zum Mond gebracht hat. Da reden wir also insgesamt von mehr als 2500 Tonnen Explosivstoff, den wir da uns unter den Hintern bauen müssen, um die Geschwindigkeit zu bringen. Die Schlussfolgerung ist tatsächlich, es kommt ja doch auf die Größe an. Das ist hier mal ein Größenvergleich der Saturn V gegen die Freiheitsstatue. Das heißt, die Freiheitsstatue sieht da relativ klein dagegen aus. Und es ist so, heutzutage haben wir nichts in der Größe in Ordnung. Es gibt weltweit keine äquivalente Rakete,
die auch nur da rankommt. SpaceX will eine Rakete designen, die in die Richtung kommt, aber da sind wir noch weit davon entfernt. Und die Erfolge sind auch so, dass jede neue Entwicklung immer wieder große Risiken bringt. Das heißt, wenn man sich heute die Entwicklung anschaut, dann hat man oft genug auch solche Bilder hier von der Falcon 9 Startvorbereitung im September 2016. Das heißt, es geht halt auch immer wieder schief. Man muss sich klar machen, wir reden hier von Riesenmengen Sprengstoff, die man kontrollieren muss in einem hochkomplizierten System. Deswegen bisher auch überhaupt von Mondmissionen, es gab bisher 126 insgesamt und nur 59 waren erfolgreich überhaupt. Das heißt, es ist offensichtlich nicht so einfach. Jetzt habe ich hier überall irgendwo in den Rechnungen gesagt, ja, wir brauchen ein Mondmodul von etwa 30 Tonnen. Warum brauchen wir überhaupt 30 Tonnen? Geht es nicht mit weniger? Die Frage hat sich tatsächlich die NASA zu Anfang auch gestellt, bevor sie nämlich die Saturn V gebaut haben. Und die Idee war, ja, wir können keine so große Rakete bauen. Damals, 1962, sind dann Lord und Thiel draufgekommen, dass man sagt, naja, wir haben nur die Saturn I, die kann 800 Kilo zum Mond bringen. Also machen wir eine One-Way-Mission zum Mond. Das heißt, wir schicken da die Astronauten hoch und die müssen jetzt dort oben 5-6 Jahre überleben, bis wir dann in der Lage sind, eine hinreichend große Rakete zu bauen, die wieder zu bringen. Das ist hier tatsächlich eine Zeichnung aus diesem technischen Vorschlag damals, der von der NASA zunächst angenommen wurde, aber im Nachhinein wieder verworfen worden ist, weil tatsächlich da 6 Saturn I hochzuschicken, um das zu schicken, alles hochzuschicken, was man braucht, und dann die Überlebenschance da oben war doch nicht so groß, also wahrscheinlich war es keine so gute Idee. Also so geht es nicht. Das heißt, das Wichtigste ist einfach, die müssen ja auch wieder zurück. Also One Way ist nicht die ideale Lösung. Und was man, braucht man, um wieder zurückzukommen? Gut, man braucht erstmal wieder Treibstoff, um vom Mond wegzukommen. Das ist tatsächlich so, dass man im besten Fall trotzdem nochmal die gesamte Landemasse in Treibstoffmasse braucht, um zumindest vom Mond wieder wegzukommen. Hier mal ein altes NASA-Design, wo man sehr schön die Dominanz des Treibstofftanks sieht. Aber was man auch braucht, ist dann Wiedereintritt. Das heißt, die Möglichkeit, wieder zur Erde zurückzukommen, nicht nur vom Mond wegzukommen. Und da ist halt die Erdatmosphäre ein gewisses Problem, weil sie einfach natürlich beim Wiedereintritt die Raumkapsel extrem aufheizt. Hier ist die Apollo-Raumkapsel mal gezeigt. Dabei wird die eben 1200 bis 1700 Kelvin heiß. Und da einen entsprechenden Schutzschild zu bauen, ist nicht so einfach. Für Apollo war es so, da ist tatsächlich aus Epoxy-Kohlenstoff so ein Schutzschild gebaut worden, der sich nach und nach aufgelöst hat. Das ist eine wahnsinnige Arbeit gewesen. Da sind 370.000 Zellen in so einem Bienenwabenmuster von Hand gefüllt worden. Kann man sich auf YouTube ein Video anschauen, wie die Leute dort 3 Monate dastehen und aller Sekunde eine von diesen Zellen füllen. Dann ist hinterher das Ganze geröntgt worden, um zu sehen, ob das funktioniert hat. Da hat man natürlich irgendwo in der Größenordnung 3000 Zellen gefunden, die nicht richtig waren. Dann sind die alle wieder aufgebohrt worden, nochmal gefüllt worden. Ein wahnsinniger Aufwand. Gut, das ist auf die Zeit nicht mehr machbar. Deswegen ist man dann auf Keramik gekommen. Funktioniert im Prinzip ganz gut für ein Hitzeeintrittsschild. Aber ein Beispiel, wo es nicht gut funktioniert hat, kennen wir alle vom Columbia-Desaster, wo halt dann von den Keramikkacheln eine angebrochen worden ist. Und letztlich das, was auf der Erde ankam, nicht mehr viel war, sondern nur noch minimale Bruchstücke runterkamen und natürlich von den Astronauten selbst nichts. Das heißt, das sind die wichtigsten Massebeiträge, aber wir haben natürlich noch viel mehr, was wir brauchen für eine bemannte Mission. Das sind stoffliche
Zufuhr, Sauerstoff brauchen wir, Wasser brauchen wir, Nahrung brauchen wir. Temperaturkontrolle auf dem Mond haben wir tatsächlich einen Riesenbereich von Temperaturen zwischen minus 160 Grad und plus 130 Grad Celsius. Oh, da ist das Minus weg. Sollte irgendwo auf angenehme Temperaturen reguliert werden, ist nicht so einfach. Wir brauchen Strahlenschutz, wir brauchen Brandschutz, Luftaufbereitung, Kommunikation, Energiesystem, Rettungssysteme und nichts davon ist einfach. Gerade bei dem Rettungssystem haben wir recht aktuell, dass gemerkt wurde, dass zum Beispiel für die SpaceX Dragon-Kapsel gab es am 20. April einen Test des Rettungssystems, was dazu führt, dass wenn irgendwas schief geht, die Kapsel von einer Rakete abgesprengt wird und die Astronauten sicher zum Boden bringt. Und ja, hier, was bei SpaceX dieses Jahr passiert ist, ist dann bei dem ersten Test des Rettungssystems ist dann halt die Kapsel vollständig zerstört worden, da war nichts mehr übrig, war also kein gutes Rettungssystem. Aber insofern ist das immer noch ein bisschen schwierig, in jedem Schritt hier tatsächlich die ganzen Details zu implementieren. Warum brauchen wir sowas überhaupt? Das ist einer der anderen Gründe, warum tatsächlich die Mondraumfahrt so schwierig und teuer ist, nämlich Risikoabschätzung. Was kann denn alles schiefgehen? Das Risikomanagement, wenn man sich das bei Apollo vergleicht mit dem heutigen, dann ist es so, in Apollo gab es eine probabilistische Risikoabschätzung. Das heißt, was kann denn alles schiefgehen? Wie kombiniert sich das? Das hat die NASA sehr gründlich gemacht. Das heißt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass was schiefgeht? Und die Zahl, die hinterher rauskam, war: in 5% der Fälle überleben die Astronauten. Das heißt, in 95% der Fälle geht es schief. Die Astronauten, denen war das durchaus klar. Neil Armstrong hat selbst gesagt, I would rate it a 50-50 chance of making it back. Michael Collins hat gesagt, it was 10% screwed planning and 90% blind luck. Und tatsächlich hatte Richard Nixon schon eine vorbereitete Rede, die er halten würde, falls es halt nicht mit der Rückkehr klappt. Das heißt, die NASA war völlig darauf vorbereitet, dass das wahrscheinlich schiefgehen kann. Allerdings sind ihre 5%-Zahlen damals völlig unter Verschluss gehalten worden. Das kann man keinem erzählen. Und dann hat die NASA die Philosophie geändert, gesagt, ja, es wird schon gut gehen. Wir lassen das mit dieser Risikoabschätzung. Das haben sie dann bis 2010 auch gemacht. Und dann gab es das Challenger-Desaster, weil sie irgendwann gesagt haben, und danach hat die NASA auch wieder Risikoabschätzung eingeführt. Und inzwischen sagen wir tatsächlich, die Überlebenswahrscheinlichkeit nach einer probabilistischen Risikoanalyse muss 99% sein für eine bemannte Mission. Das heißt tatsächlich, dass eine bemannte Mission zumindest im niedrigen Erdorbit immer mindestens 10-mal so teuer ist wie eine unbemannte Mission. Und für den Mond reden wir eher von einem Faktor 100, weil man einfach diese ganzen Risiken ausschalten muss. Was brauchen wir also, um überhaupt zum Mond zu kommen? Das erste ist Know-how. Wir brauchen tatsächlich die Raketeningenieure, wir brauchen wahnsinnig viel Know-how, weil es einfach sehr schwierig ist, diese ganzen technischen Details zu implementieren. Wir haben diese fortgesetzte Explosion in einer komplexen Situation. Wenn man sich vergleicht, 1965 arbeiteten 400.000 Angestellte im Apollo-Programm. Das sind aus heutiger Sicht unvorstellbare Zahlen und das kostet natürlich Geld. Apollo hat 120 Milliarden Dollar gekostet nach heutiger Kaufkraft. Die Abschätzung, was heute eine neue Mission kostet, sind 133 Milliarden, ist die gleiche Größenordnung, ist halt sehr viel im Vergleich dazu. Das NASA-Budget zurzeit sind 20 Milliarden, aber die NASA hat natürlich viel, viel mehr Aufgaben als nur
Leute zum Mond zu bringen. Das heißt, da funktioniert nichts. Auf der anderen Seite, wir reden von Rüstungsbudgets von 650 Milliarden, da wären die 120 Milliarden nichts dagegen. Die Planung bei der NASA ist auch so, dass die offensichtlich kein kontinuierliches Programm erlaubt. Obama hat das Constellation-Programm eingestellt, auf das Space Launch System umgestellt. Das hat effektiv etwa 20 Milliarden Dollar Entwicklungskosten vernichtet. Das ist halt mit Trump jetzt wieder etwas geändert worden. Da war der Schaden nicht ganz so groß. Aber tatsächlich, diese 120 Milliarden scheinen nicht da zu sein. Gibt es trotzdem jemanden, der die aufbringen würde? Ja, private Leute. SpaceX hat einen ersten privaten Kunden, der einen Flug um den Mond gebucht hat, so ein superreicher Japaner. Andere private Unternehmen sind auch dabei. Alle die sind extrem stark subventioniert von der NASA, weil die NASA loskommen will, davon jetzt von den russischen Startern abzuhängen. Das heißt, die Hälfte der Kosten trägt letztlich der Steuerzahler, aber es sind private Unternehmen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, das irgendwann aufzubringen. Und man muss sich anschauen, wer denn heutzutage die führende Raumfahrtnation ist. Und das ist mit Abstand eine. Das ist die Startstatistik diesen Jahres. Das heißt, wer wie viele Raketen hingebracht hat. Und da reden wir, das ist schon die letzten 4 Jahre so. China ist ganz klar die führende Raumfahrtnation der Welt inzwischen. Alle anderen kann man dagegen statistisch vergessen. China hat auch die Pläne, bis 2030 auf den Mond zu kommen. Das ist realistisch, aber letztlich ist die Frage tatsächlich, was man braucht, ist in der Größenordnung zwischen 100 und 150 Milliarden. Wer immer diese 100 bis 150 Milliarden bezahlt, wird es zum Mond schaffen, weil er dann einfach genügend Ingenieure anstellen kann, weil im Prinzip das Know-how da ist. Wir können zum Mond fliegen, aber wir müssen es halt für heutige Technologie alles wieder entwickeln und wir müssen entsprechend diese Anzahl von Ingenieuren bezahlen. Und es ist klar, Trump ist nicht derjenige, der das aufbringen kann. Ob das die Superreichen oder die Chinesen sind, das wird die Geschichte zeigen. Danke.